Und da bin ich wieder in Forst. Und natürlich angekommen nach 6 Stunden Autofahrt direkt mal zum Obi, denn wir brauchen noch 100 Liter Fassadenfarbe. Dieses Wochenende wird unser Hauptgebäude, nämlich Anthrazit. Also wer das Hauptgebäude kennt, das hat noch die Originalpatina von vor 80 Jahren. Und das wird jetzt Anthrazit, das Ganze. Und natürlich haben sie die Farbe nicht da, obwohl wir es vorbestellt haben, selbstverständlich. Somit heute nochmal nach Cottbus und dort Fassadenfarbe holen. Naja, die üblichen kleinen Nicklichkeiten, die es halt immer so gibt. Ich werde auf alle Fälle die nächsten Tage mit unserer Crew zusammen mit dem Hartmut einiges auf die Beine stellen. Wir haben vor, alles Mögliche zu streichen, die ganzen Hölzer zu streichen. Wir werden am Feld Pipeline weiterarbeiten, wir werden am Feld Battle Road weiterarbeiten, wir werden noch die restlichen Bäume fällen für den Parzellencampingplatz. Und auch am Vorplatz wird sich noch einiges tun. Dann werden wir auch die Paint-Ausgabe neu gestalten. Da kommt eine neue Theke rein. Die haben wir geschenkt gekriegt. Bringt uns der Andi und der Philipp mit. Danke an dieser Stelle an meine Media Group. Einfach mega geil. Wie immer, ich liebe euch und ich halte alle wieder mal am Laufenden, was es so gibt am Battleground für euch. Und euch viel Spaß mit meinem Vlog April. Hey Philipp! Hi Bertel, grüß dich! Und jetzt sag mal, was sagst du zu meinem neuen Video? Finde ich richtig gut. Oder? Richtig gut. Hi Andi. Hi. Also die Jungs müssen ja quasi dann sozusagen das, was ich produziere, quasi dann ansehbar machen. Ja. Oder? Kann man das so formulieren? So kann man das sagen. Was ja nicht ganz einfach ist. Wow, aber jetzt wird's besser. Aber es wird besser, weil ich habe jetzt hier, wie ihr seht, das Mikrofon immer und natürlich die neue Kamera. Ja. Die ihr natürlich nicht seht. Ja, logisch eigentlich. Ja. Ja. Und damit soll das Zeug jetzt alles mit 4K und mit vernünftigem Ton und so. Jetzt hoffen wir mal, ne, dass das was bringt. Das und was. Ihr habt Geschenke mitgebracht. Wir haben Geschenke mitgebracht. Und sie haben Geschenke mitgebracht. Und dann schauen wir natürlich auch, was der Andi so an Geschenke mitgebracht hat. Ja, schauen wir mal. Machen wir auf. 3, 2, 1 und. Oh! Was haben wir denn hier alles? Wir haben hier im Angebot einen Tresor. Für Geld, das wir nicht haben. 300 Kilo schleppt keiner weg. 300 Kilo schleppt keiner weg. Dann haben wir hier eine Theke. Und zwar, ihr kennt ja alle unsere Paint-Ausgabe beim SBG und so. Dieses Loch da in dem Fenster. Ja? Und dieses Loch, das kommt jetzt weg. Die Tür praktisch bleibt auf. Und dann gehst du in den Raum rein. Und da drin ist eine Theke. Und diese Theke, die haben die Jungs abgebaut. Wo habt ihr denn hier? Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Ja, und auf gut Deutsch gesagt, diese Theke haben sie mir mitgebracht und die bauen wir dann da rein. Da bauen wir unten Räder dran, sodass man die halt quasi mobil halt irgendwo hinfahren kann. Und beim SBG steht dann die nette Dame oder die zwei dann hinterm Tresen. Dahinter sind dann die Paletten mit Paint. Kannst du dir deine Paint aussuchen, zack, über den Tresen, weiter geht's. Dann haben wir neue Spinde. Ja, diese kleinen, bei uns am Vorplatz stehen so ultra hässliche gelbe Spinde. Ja, damit man seine Sachen wegsperren kann, wenn man hier Paintball spielt. Spinde braucht man zum Wegsperren, hat der Andi, aber neue Spinde mit dabei, ne? In Anthrazit. Schon in Anthrazit, genau. Ja, komischerweise. Philipp, wie heißt die Farbe? RAL 7016. Mann. Wie oft hast du das Video geschnitten? Er, ja? Er hat diesen Text da reingeschrieben mit RAL 7016. RAL 7016 übrigens. RAL, also ein Anthrazit, RAL 7016. Haben wir noch Anthrazit gestrichen, damit das. RAL 7016, ja, das war nicht meine Idee, das war dem seine Idee. Und jetzt weiß er nicht einmal, ach Gott. Ich fand das lustig. Er fand's lustig, ja. Das Schöne ist das, dass wir die quasi intern immer dissen können, ohne dass ich was dagegen machen kann. Ja? Was? Ja, ist schon gut. Andi sagt nichts. Ja, auf alle Fälle. Spinde haben wir am Start, neuen Tresor haben wir am Start, neue Theke haben wir am Start. Und haufenweise Aufsteller haben wir. Dieses Ding, hast du das noch gekriegt mit den beleuchteten? Aber das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch. Also, die Jungs, die bringen immer alles möglich mit. Der Andi, der kommt überall. Das ist Wahnsinn. Ja?
ich krieg dann immer so Bilder, hey, kannst du das brauchen? Und was sagt der Bertel immer? Bring mit. Bring mit, sagt der Bertel immer. Immer sagt er das. Geil, bring mit. Ja? Und ja, ihr seht's, also auch wenn man praktisch alles zu ist und man irgendwie keine Kohle hat, dann kann man trotzdem alles irgendwie mal besser machen. Na klar. Na? Vor dem Müll damit. Logo. Ich habe gesehen, die ganzen Kabelkanäle müsst ihr noch hinbauen. Ach Gott, es ist noch einiges zu tun. Aber nach diesem Wochenende haben wir uns fest vorgenommen, so als so sei, dass man danach theoretisch aufsperren kann. Ja. Glaube ich, bringen wir hin. Das kriegen wir. Schön, dass ihr da seid, Männer. Wir freuen uns auch. Ja, und ihr freut euch hoffentlich über die neue Videoqualität. Das wollen wir doch alle hoffen. Naja, ob es dann so gut ist, das werden wir dann im Nachgang sehen, ne? Philipp, das sehen wir dann im Nachgang. Ja, aber ihr seht, das bei uns hier ist inzwischen halt alles eine Teamleistung, weil ich allein würde es nicht mehr stemmen können. Selbst die Medienarbeit würde allein nicht mehr stemmen können. Dafür habe ich eine Media Group. Ja, da hinten. Ne? Aber wie gesagt, die machen alles Mögliche, nicht bloß so. Ne? Ja, wir packen mal aus und euch sehen wir später wieder. Geht. Oh, geht mir nichts an. Ja? Der Tresor kommt raus. Jetzt können wir sagen, für was brauchen wir den Tresor, weil Kohle haben wir sowieso keine. Ja, aber das wird ja hoffentlich irgendwann mal wieder anders. Nee, Schmarrn. Die Ticketgelder etc., Paintgelder bei so einem großen Festival, das kommt dann alles da rein, bevor es dann praktisch zur Bank geht. Und das kommt dann quasi bei uns ins Office. Und das ist nur quasi sozusagen für den Tag dann. Ne? Und nachdem wir ein Geschenk gekriegt haben, haben wir gesagt, natürlich nehmen wir. Tresor ist immer gut. Projekt neues Zufahrtsdesign. Oh, sind wir da. So. Steine machen wir weg hier von der Kanone. Stattdessen Hesco Barriers. Ne? Hinterm Haus haben wir ja auch alles mit Hesco Barriers. Wenn du jetzt dann herfährst quasi, also von da hinten als Gast, kommst du das erste Jahr an unserer Artillerie vorbei. Die wird jetzt noch schön mit Hescos außenrum, damit das ein bisschen so originalgetreu ausschaut. Ja, wir wollen ja ein bisschen so Ego-Shooter-Look and Feel. Und das bauen wir jetzt dahin. Wie es dann fertig ausschaut, seht ihr nachher. So Leute, das hier, was ihr hier seht, da kommt unsere dritte Sanitärstation hin. So schaut es aus. Ja, mit den BIM-Farben seht ihr, wie das abgezogen ist. Also es sind quasi insgesamt 4 Container, 2 längs und dann 2 quer. Jeweils Damen und Herren, Duschen, Toiletten, Waschbecken. Und das ist jetzt hier mitten auf dem Campingplatz. Wenn ihr hier seht, da kommen jetzt die ganzen Bäume nochmal weg. Dass ihr mal ein Gefühl habt, wie viele Bäume das hier noch wegkommen für diesen Parzellencampingplatz. Und da sind dann die 75 Parzellen mit der dritten Sanitärstation da hinten, unten, ganz unten, wenn ihr runterschaut, da diesen grauen Container, das ist die zweite Sanitärstation und im Haus ist natürlich dann die Hauptsanitärstation. Und so haben wir da nirgendwo mehr als 100 Meter zur nächsten Toilette. Wir haben auf jeder Parzelle Strom. Wir haben hier die ganze Reihe vor. Dann Wasseranschlüsse, insgesamt 5 Stück, wo man sich sein Wasser holen kann für seinen Wohnwagen, für sein Wohnmobil. Und wir haben insgesamt 4 Zufahrtsstraßen, wo du dann mit dem Wohnmobil, Wohnwagen bequem hinfahren kannst und dich auf der Parzelle stellen kannst. Na, hier seht ihr, so schaut dann praktisch das aus. Das wird jetzt dann alles noch befestigt auch, mit der Bodenbefestigung, sodass man halt vernünftig dann sein Wohnmobil und seinen Wohnwagen auch hinstellen kann. Das wird dann sozusagen die dritte Sanitärstation. Insgesamt haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Sanitärcontainer. Dann im Haupthaus natürlich unten die großen Sanitäranlagen und im ersten Stock ja auch noch Sanitäranlagen. Also umgerechnet hätten wir dann wahrscheinlich so 15 oder 16 Sanitärcontainer. Und natürlich dann bei Großevents nochmal dazu 20 Dixi-Klos. Also
Sanitäranlagen wären bei uns kein Limit mehr, würde ich jetzt mal sagen. Aber das finde ich ja total wichtig. Vernünftiger Service bedeutet, dass ich mir vernünftig duschen kann, dass ich immer vernünftige Toiletten habe und dass das immer einigermaßen sauber ist und dass ich vielleicht auch mein Besteck, Geschirr etc. alles abwaschen kann. Das finde ich, das ist heutzutage einfach Standard, das gehört dazu und das bieten wir jetzt dann auch in wirklich hoher Qualität. So, Spindemarathon, das sind die Alten. Diese wunderschönen gelben Spinde, die halt so gar nicht mehr zu uns passen. Zur Firmenfarbe nicht und nix. Und das da oben, ta-ta-ta, sind die neuen. Ja, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 3 mal 5, 4 mal 5, 20 wunderbare Spinnfächer, wo man mit Vorhängeschloss dann seine Sachen wegsperren kann. Übrigens groß genug, dass eine Kiste Paint reinpasst. Das heißt, wenn man mal schnell irgendwas bei uns versperren möchte, hier sind die nagelneuen Spinnen. Ja, nagelneu sind sie nicht, aber die werden jetzt nochmal sauber gemacht in unserer Firmenfarbe. Optimal für jeden, um sich sein Zeug zwischendrin wegzusperren. Wenn er mal Pause macht oder wenn er einfach nur die Möglichkeit braucht, mal was wegzusperren. Ich finde eine super schöne Neuerung und passt perfekt zu uns. Projekt Tesco Barrier nimmt Gestalt an, während im Hintergrund der Herr Schmidt Vollgas gibt. Ja, so schaut es dann aus. Da kommt natürlich links und rechts dann noch eine Hesco oben drauf. Und dann sieht es halt nach einer richtig coolen Stellung aus. Das heißt, sieht nach einer coolen Stellung aus, das ist dann eine richtig coole Stellung. Genau so soll es halt ausschauen. Ja, und wenn du an der Zufahrt bist, fährst du hier vorbei, da kommt jetzt vorne dann noch der Schriftzug Battleground dran, dann wird es richtig, richtig cool. Uiuiui, jetzt geht's auf. Morgen! Unsere Fassade wird Anthrazit komplett vom ganzen Haus, von der ganzen Hausbank. Ja, wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns einen gratis Maler organisiert. Naja, aber einer, der weiß, wie es geht. Nehme ich hin. So, die dann jetzt die Fenster abkleben und dann schaut es nämlich bei uns hier drüben so aus wie, seht ihr das da hinten? Schaut schon richtig geil aus. Also das hier, das wird immer mehr Abenteuerpark, ne? Weniger Paintball-Spielfeld. Wahrscheinlich der Erste, der dann irgendwann mit Paint versehentlich gegen die Wand schießt oder so, den werden wir dann erwürgen oder irgendwo aufhängen oder was auch immer. Keine Ahnung. Schaut mal. Die Wand. Die machen das richtig geil. Also, hier wird unsere Hausfassade Anthrazit, RAL 7016 übrigens, lackiert mit unserem Lackiergerät, tipptopp, ne? Schaut richtig gut aus. Das ist der Hartmut, der jetzt beim Rückwärtsgehen über die Leiter gefallen ist. Schaut gut aus, oder? Richtig stark. So, auf der anderen Seite seht ihr auch, da drüben ist das auch alles schon Anthrazit. Hammer, ne? Völlig andere Optik und viel, viel moderner und viel, viel schicker. Richtig, richtig stark. Nochmal danke an die Crew, dass ihr das so geil macht. Vielen, vielen Dank. So Leute, Eventcamp und was hier passiert, das glaubt kein Mensch. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? So, und jetzt gehen wir mal zur Bühne, dass ihr mal sieht, was hier passiert ist. Also da oben dran kommt ein riesiges Eventbanner. Aber schaut euch mal die Bühne, Innenseite, die Wände und die ganzen Container an. Hammer. Also, ich glaube, dass das auf dem Video gar nicht so gut rüberkommt. Aber die Bühne, das ist jetzt wirklich, ja, recht viel. Cooler geht kaum mehr. Ich gehe mal ein Stückchen weg. Dann seht ihr das mal. Total stark. So, da drüben genau das gleiche. Ne? Da werden jetzt die ganzen Container auch alle grau. Oben die Geländer werden auch noch anthrazit. Da seht ihr ja hier unsere ganzen Überdachungen, die anderen Container. Das ist auch alles ein Style. Richtig stark. Da hinten beim Schießstand, das wird auch alles noch gestrichen. So, und schon
steht die Hesco-Berry-Erstellung. Da kommt jetzt vorne dran, dann in großen Lettern noch Battleground in so 3D-Buchstaben. Und dann ist hier bei einer Zufahrt eine wundergeile Foto-Position, wo man Gruppenfoto machen kann, etc. Ja, hier hast du quasi die Zufahrt. Dann fährst du hier an unserem T55 vorbei und hier quasi hast du dann die Stellung. Schaut deutlich besser aus als früher und passt halt auch durch diese Hesco-Berrys richtig bei uns zum Style. Kinders, wir fahren an den See. Hammut. Die Ballon. Leider ist das Wetter jetzt nicht so toll. Oh ja, da drüben übrigens Reisegruppe unlustig. Wir fahren jetzt mal schnell an unseren Nigelnagel brandneuen, ultrageilen und turbomäßigen Badesee. Und wie der dann ausschaut, das seht ihr dort. So Leute, wir sind am See. Jungs, und wie ist er? Richtig geil. Und was das Allergeilste ist, wir haben Angelgenehmigung hier. Achso, oh, hätte ich nicht sagen dürfen. Nope. Ich schneiße raus. Schauen wir her. Mega. Mega, ne? Schaut euch mal diesen wunderbaren, das ist ja richtig, wenn ihr sieht, das Wasser ist total klar. Ein richtig, richtig fett geiler Badesee und der ist wirklich groß. Ja. Also der See, was wird der haben? 100 Meter, oder? Bestimmt. Der geht da drüben auch noch rüber. Also das ist wirklich richtig groß. Da, wo jetzt unsere Autos stehen, da kommt jetzt quasi der Bereich. Ah genau, da ist eine Halbinsel drin. Da quasi, wo jetzt unsere Autos stehen, da werden wir mit Sand aufschütten. Das wird quasi hier der Beach. Da kannst du chillen mit Liegestühle, bla bla bluff. Da hinten werden wir so eine kleine mobile Bar hinzimmern. Und ja, hier sind die ganzen Badestellen und das hier quasi ist unser Badesee. Es wird so lässig. Ne? Beach, Paint and Chill. Das ist so das Programm. Und vor allen Dingen für unsere Campinggäste, Abenteuercamping im Sommer, machst eine Woche Urlaub bei uns, kannst die ganze Familie mitbringen, kannst die Paintball spielen gehen, die Kinder können Schwimmer gehen mit Frau oder so oder abends oder bei uns ab 8 Jahren können sie schon Lasertag spielen oder ab 12 Paintball. Ich glaube, recht viel mehr geht nicht. Also das ist richtig, richtig fett.